Servus Freunde, was geht's? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ich hab einfach, es ist 16 Uhr und ich hab extreme Langeweile und ich dachte, ich tu meinem guten YouTube-Freunden mal einen Gefallen und schick dem einfach eine kleine Postkarte über WhatsApp. Die werden wir jetzt shooten. Ich habe mich für ein oben ohne Motiv entschieden, was extrem weird aussieht. Wir schreiben 4 Kässe Sprüche auf die Sportkarte wahrscheinlich, auf die Postkarte, und ich bin absolut gespannt, wie hier von verschiedensten Leuten reagiert wird. Ich bin auch tatsächlich gewillt, das Leuten zu schicken, mit denen ich länger keinen Kontakt mehr hatte. Das wird auf jeden Fall eine extrem witzige Geschichte. Ich würde sagen, wir gehen ins Shooting. Let's go. Niklas, hol die Kamera. Okay, Jungs, pass auf, ich habe die Idee, dass ich mich entweder aufs Sofa lege, ja, und mich so quasi mit so einer Decke entweder so einmummel und dann so mache, oder ich stehe halt irgendwie und es soll halt einfach extrem verstörend sein, weißt du, was ich meine? Vielleicht kann ich mir auch so ein bisschen Joghurt auf die Brustwarzen schmieren. Ja. Ja? Ich muss mich jetzt selbst verpixeln. Digga, verpixelt dich wirklich die ganze Zeit? Ja. Der neue Mitarbeiter ist so fucking weird. Okay, pass auf, also. Ich würde sagen... Ja, so ist geil. Ist da eine Speicherkarte drin? Braucht man das? Ja, zum Fotografieren braucht man eine Speicherkarte. Achso, weil ich hab noch nie. Ja. Ist das ein gutes Motiv so? Boah, Baby. Oder so? Willst du dich einfach in die Dusche mit den Crocs legen? Wäre es nicht lustig? Okay, wir machen 3 verschiedene Motive, würde ich sagen. Einmal eins in der Dusche, einmal auf dem Sofa und eins speziell nur für Trimax mit einer Menge Pokémon-Karten. Oh, Baby. Was ist dein Problem? Okay, lass uns in die Dusche gehen, in der Hoffnung, dass alle meine Nachbarn mich sehen. Was ist hier mit der Machete? Können wir die vielleicht benutzen? Das ist eine Waffe. Das ist keine Waffe, das ist ein Werkzeug. Das ist definitiv mehr als ein Werkzeug. Was ist, wenn ich in der Dusche stehe? So? Ja, finde ich so auch. Okay, dann stellen wir uns so die Dusche, let's go. Was denn? Okay, so eine Frage. Jetzt sieht man halt in der Spiegelung, das ist dumm, ne? Leg dich mal auf den Boden oder so, dann sieht man es nicht so stark. Ja, jetzt sieht man Tobi. Ja, ich geh rein. Schon sehr geil. Was hätten wir an der Stelle? Jungs? Oh, Daddy. Oh mein Gott. Das Hochformat, weil die Postkarte ist ja theoretisch im Hochformat. So geil. Pokémon-Karten. Kleines Opening hier drin. Ja, bis ich so auf den Boden lege, als wärst du in so einem Feld. Hoffentlich ist jetzt keine Blackboard-Pokémon-Karte dabei. Oh, eine leuchtende! Willst du die aufsetzen dabei vielleicht? Nein, die geht nicht dabei. Jungs, was macht ihr da? Hab ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ah ja. Niklas! Ich muss von der anderen Seite vielleicht. Ich muss kurz shooten. Warte, ich muss meine Brustwarzen verdecken. Warte, Niklas. Momentaufnahmen. Das macht die Runde. Jetzt werden hier extrem geile Postkarten erstellt für die Leute und die schicke ich denen dann bei WhatsApp und dann hoffe ich, dass die Hälfte mich der Leute nicht blockiert. Leute, es ist Corona. Ich muss irgendwie Content machen. Verpisst euch an. Ja. Okay, wir machen uns Urlaub jetzt. Ja, wir machen uns Urlaub, Dicker. Funktioniert das? Mach die scheiß Tür zu, Alter. Ich spiele hier Pokémon. So, wir haben jetzt folgende Modelle. Wir haben hier einmal, ich wünsche dir einen rosigen Nachmittag. Du bist scharf wie meine Machete. Und du bist mein persönlicher Pokémon-Meister. Ich denke mal, das sind alles Postkarten und Dinge, über die sich Leute freuen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und senden das jetzt an die richtigen Leute raus. Beginnen wir mit Trimax mit Du bist mein persönlicher Pokémon-Meister. Da schauen wir mal direkt, wie er darauf reagiert. Dann würde ich weitermachen mit Simon Unge. Der kriegt tatsächlich, ich wünsche dir, nee, der kriegt von mir, du bist scharf wie meine Machete. Das kriegt natürlich auch Fritz Meinecke, weil Fritz Meinecke liebt Macheten, das wissen wir ja alle. Die letzte Konversation mit Fritz Meinecke endete mit saftig, knaftig an der Stelle. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich glaube, Gina, die wird sich sicherlich darüber freuen. Ich wünsche dir einen rosigen Nachmittag. Antonia Reef kriegt auch von mir den rosigen Nachmittag natürlich. Anise da kriegt an der Stelle gar nichts, damit Reef maximal verunsichert ist. Papa Platte kriegt definitiv den Pokémon-Meister. Gina hat replied mit einem Sticker, auf dem steht, you're kinda cute though. Ich erwarte eigentlich da ein bisschen mehr, Gina, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin extrem entladen an... nein, aber Sascha Henninger, der freut sich sicherlich. Miki kriegt auf jeden Fall von mir, ich wünsche dir einen rosigen Nachmittag. Auch Sydney wird an der Stelle von mir da nochmal belästigt. Mit dem habe ich noch nie persönlich geschrieben. Das wird auf jeden Fall funktionieren, denke ich doch mal. Dena, da bin ich mal komplett gespannt, wie der darauf reagiert. Rob ist eine ganz wichtige Nummer auf jeden Fall. Annie Aurora, eine gute Bekannte von mir. Die kriegt auf jeden Fall auch mal die Pokémon-Trainer-Karte. Und dann haben wir hier noch... meinem Vermieter. Ich würde sagen, ich schicke ein paar Chats jetzt einfach raus währenddessen und wir werden später auf die wunderschönen Reaktionen der Leute reagieren. In diesem Sinne.
Kommen wir nun zur Auflösung des Ganzen, oder? Kani, das ist gerade für mich genauso gut wie für dich, keine Sorge. Schauen wir uns doch einfach mal ganz kurz an, was die verschiedenen Kandidaten hier geantwortet haben. Ich muss an der Stelle sagen, ich hatte eigentlich vor, das ganze Stream zu machen. Dann habe ich mir aber einfach überlegt, dass ich keinen Bock auf Streaming habe und mache das Ganze jetzt offscreen. Ich habe mir die Sachen nicht angeguckt, ich habe Tobi das Handy gegeben und ich bin mal gespannt, wie die ganzen Freunde, Leute und Menschen um mich herum auf meine wunderschöne Postkarte hier reagiert haben. Beginnen wir mit Nummer 1. Sydney hat hier tatsächlich geantwortet mit einem Bild von sich und schreibt: Süß, Sydney, Grüße geht raus an dich. Du bist mit Abstand der süßeste Junge, den ich jemals habe kennenlernen dürfen und freue mich auf die nächste Mykonos-Dienstreise. Den Anoy schreibt einfach nur: Warum? Ich kann es absolut nachvollziehen. Wenn man ganz ehrlich ist, ist dieses Bild mehr als nur zerstörend verstörend. Ganz genau. Den hat übrigens innerhalb von einer Minute geantwortet. Geht's dir gut? Maxify schreibt: Einfach verliebt. Auch Maxify hat sofort geantwortet. Muss ich mir Sorgen machen an der Stelle, Maxify? You got my number. Hit me up for some... Ja, okay, scheiß drauf. Mickey Neu schreibt: Much love. Und antwortet auch innerhalb von 2 Minuten. Also das Schlimme an der Geschichte ist, dass abseits von Dena wirklich niemand fragt, warum ich das gemacht habe, sondern die meisten einfach denken, dass ich das getan habe aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Jetzt mal unter uns gesagt, wieso stellt bei meiner Persönlichkeit niemand mehr irgendwas in Frage? Das ist doch nicht normal. Das machen doch nur Psychopathen, Mann. Ich schicke meinem Vater dieses Bild und schreibe: Du bist mein persönlicher Pokémon-Meister. Er antwortet mit: Hattest du heute eine Besichtigung? Ja, Papa, ich hatte heute eine Wohnungsbesichtigung. Nein, die Wohnung ist scheiße. Julian Bam schreibt: Danke, habe ich allen weitergeleitet. Ju, habe ich schon selber gemacht. Grüße geht raus. Moment mal. Ju hat auch nicht lang gebraucht. Der hat auch innerhalb von 9 Minuten geantwortet. Was ist denn mit euch einsamer Spinnt ihr alle? Habt ihr nichts in eurem Leben zu tun oder was? Crispy Rob hat auch nach 10 Minuten sofort mit einem lachenden Smiley und 2 Herzen reagiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Bild ist so absolut schrecklich, dass ich das gerne aus meiner Erinnerung löschen möchte. Simon Privat, endlich Onlyfans. Unge, Grüße geht raus an dich. Onlyfans kommt, ich freue mich sehr drauf. Niemand hat in Frage gestellt, warum ich mit einer Machete in einer Dusche sitze. Was ist denn mit euch allen, Mann? Und wieso sehe ich eigentlich auf diesen Bildern so abgrundtief lauchig aus? Normalerweise habe ich eine viel bessere Form. Pablo. Palle schreibt: Hilfe, welche Wette hast du denn jetzt schon wieder verloren? Auch der gute Paluten hat sich hier nicht lumpen lassen und innerhalb von 11 Minuten geantwortet: Liebe Grüße geht raus an dich. Palle hat ein bisschen den Braten gerochen und wusste schon, was abgeht. Sag mal, wieso hast du eigentlich kein Profilbild, Bro? Bin ich bei dir nicht eingespeichert, oder was? Annie Aurora, eine bekannte, gute Freundin von mir, die unter anderem diverse Filme dreht. Ich wollte gerade sagen, Clip ab, aber dann wäre ich hier auf dieser Plattform gebannt worden. Schreibt: Der Start von einem Porno. Annie, du musst es wissen. Grüße gehen raus. Kati Faser und aka Tobis Schwester schreibt: Du bist scharf wie eine Machete mit einem angekotzten Bild, antwortet sie: Danke, Dito. An der Stelle: Nein, die junge Dame ist vergeben. Schreibt ihr nicht auf Instagram, lasst sie in Ruhe. Vielen, vielen Dank. Sascha Unsympathisch schreibt: Och nö, muss nicht sein. Sascha, vielen, vielen Dank dafür. Die Antwort hat auch echt nicht lange auf sich warten lassen. Sascha, ich werde dir mehr davon schicken. Ich habe noch eine ganze Privatsammlung, wo ich Dinge in meinem Arsch. Fritz Meinecke schreibt auch: Onlyfans im Anmarsch. Ich freue mich drauf, Leute. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt schon Simon Unge und Fritz Meinecke über meinen Onlyfans freuen würden, deshalb würde ich sagen, rein in die Masse, das Ding kommt. Genghis News schreibt: Hahaha, dieser Löwe ist so unnötig. Hahaha, gute Feststellung an der Stelle. Tatsächlich ist der Löwe absolut unnötig. Niklas, was hast du dir dabei gedacht? Herr Anwalt hat ein Memo geschickt und zwar sagte Herr Anwalt Folgendes: Alter, welche Wette hast du verloren? Oder ist es, weil ich nach Köln komme? Herr Anwalt, es ist keine Wette gewesen, sondern einfach Videocontent und ich freue mich natürlich, dich in Köln zu treffen. Meld dich einfach bei mir, wenn du hier bist. Reeft hat einfach an der Stelle nur mit ein paar Herzen geantwortet und wie ihr seht, habe ich den Screenshot selber rausgearbeitet. Ja, ich habe das hier selber sehr gut zensiert. Man kann überhaupt nicht erkennen, welches Bild dahinter steckt, oder? Und auch Max Trimax, der hier absolut gut von mir zensiert worden ist, antwortet nur mit ha, 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 ha. Max an der Stelle die Person, die am längsten gebraucht hat zu antworten. Deshalb auch an der Stelle die Person, die in der Erbfolge, sollte ich irgendwann mal draufgehen, ganz hinten steht Max, der hier ist für dich. Und das war's mit diesem absolut beschissenen Video. Lasst einen Daumen nach oben, heute Abend gibt's wieder Stream. Ciao.